The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen, we love football. Und Allianz Versicherungen. Raiffeisen Super League, die im Fokus steht. Da hier bei uns im Fokus ist übrigens auch der Spieler, den wir dürfen begrüßen heute beim FC St. Gallen. Wollen wir ein bisschen ergründen, wie die Karriere angefangen hat und was ihn so in Fokus treibt bei uns in der Soccer Lounge. Die Rede ist von Roy Gelmi und da wären wir beim Line-up von der heutigen Sendung. Roy Gelmi, bei uns mit Trikot, das ihr könnt gewinnen könnt übrigens. Da also dranbleiben, dass ihr erfahrt, wie das geht. Dann Jan Schaller von Toxic FM, das ist der FC St. Gallen-Kenner und der Luzern-Kenner und Insider, der Anti-Wolf, Moderator und langjähriger Beobachter von der Luzerner Szene. Das ist die Runde bei uns im Studio. Wenn wir schon von Fokus reden, der FC Basel hat letzten Freitag die neue Führung durchgewunken, respektive die Mitgliederversammlung hat das gemacht. Und heute hat die sportliche Führung rund um Marco Streller schon mal eine erste Bombe rausgelassen. Wir gehen nicht in die neue Saison mit dem jetzigen Trainer, mit dem Urs Fischer. Wir wollen wieder auf mehr jugendliche Basel-Spieler setzen. Da will man wieder ein bisschen Identifikationsfiguren herbringen, sei das Junge oder sei das vielleicht Rückkehrer wie Valentin Stocker etc. Und wir wollen den Trainer, der attraktiv spielen lässt. Und sie wollen einfach mit einer nagelneuen Mannschaft und mit einem neuen Trainerstaff da anfangen und den Umbruch, der im Sommer wird passieren, beim FC Basel einläuten. Soweit also die Fakten beim FC Basel, wer ein neuer Trainer wird. Heißer Kandidat übrigens Sigi Schins, der Thorsten Fink, der im Moment noch in Wien tätig ist. Zu gegebener Zeit wird man das kommunizieren bei den Basler, beim neuen Schweizermeister. Das darf man ja auch schon eigentlich seit Wochen so verkünden. So, ich habe gesehen, der Mann, der jetzt kommt, der bringt das Trikot mit, der bringt wahrscheinlich ganz eine spannende Geschichte mit, was seine Karriere anbetrifft. Da wollen wir ein bisschen mehr herausfinden. Zuerst schauen wir schnell, wie er in Action aussieht. Du nimmst also auch gerne mal ein Gamepad in die Hand? Ja, klar. Ich bin mit Fußball aufgewachsen, unter anderem auch mit FIFA. Mit den Brüdern früher schon, jetzt mit den Kollegen immer wieder. Mit dem Justin Timberlake. Also ich bin ein riesen Fan von ihm. Das wäre super, wenn ich mit ihm machen könnte. You deserve it, baby, you deserve it all. Der singende Gamer, ganz herzlich willkommen, Roy Gelmi vom FC St. Gallen. Roy, ganz herzlich willkommen. Hallo. Schön, bist du da. Ein Trikot, merci vielmals. Unterschriebenes Original, ein Trikot von Roy Gelmi vom FC St. Gallen. Sofort auf unsere Facebook-Seite gehen, den Soccer Lounge und entsprechend Post liken und kommentieren. Würde man sagen, müssen schon kreative Kommentare kommen, oder, wenn wir das so gewinnen. Ja, klar. Ich bin gespannt, was da alles kommt. Ja. Gehen wir das hierher. Bruno Mars hast du gewählt, würdest du aber gerne ein Duell machen mit dem Justin Timberlake? Ja, ich habe mir einfach gedacht, ich nehme einen aktuelleren Song, der im Moment läuft. Und darum habe ich mich für den Bruno Mars entschieden. Wie wichtig ist Musik in deinem Leben? Dementsprechend wichtig? Ja, extrem, glaube ich. Du kannst es brauchen, um dich zu beruhigen. Du kannst es brauchen, um dich zu motivieren für ein Spiel, um dich in die richtige Stimmung hineinzubringen. Und darum für mich extrem wichtig. Der Vorname Roy, woher kommt der? Das weiß ich selber nicht. Nein. Also gut, ich weiß, dass er vom Englischen kommt und vom Französischen. Halt von Roi und Royal. Also so ein bisschen der Königliche. Aber wieso meine Eltern den Namen gewählt haben, das weiß ich nicht. Müsstest du vielleicht mal erfahren? Du hast einen Bruder mit dabei, der Rick. Ja. Der zweite Bruder auch mit R. Nein, das ist der Tim. Nein. Ah, der Tim? Ja, aber alles extrem kurz nehmen. In Basselsdorf aufgewachsen. Ja. Dort auch von Fußball spielen. Extrem sportliche Familie. Beide Eltern waren auch Sportlerinnen, respektive Sportler tätig. Also
Seid ihr von klein auf immer mit Sport konfrontiert gewesen? Ja, ganz sicher. Also nur schon auch, weil ich der Jüngste bin von drei. Also bin ich schon, in der Windeln bin ich schon auf den Fußballplätzen umeinander gelaufen am Wochenende und auch schon auf der Straße vor unserem Haus natürlich immer am Spielen gewesen und mit den älteren Brüdern. Und eben durch das, dass meine Eltern beide Turn- und Sportlehrer sind, ja, haben wir einfach schon alles extrem früh angefangen. Ob das jetzt im Sport sei oder einfach allgemein Bewegung, ist alles extrem früh gewesen und ich glaube, das hat uns allen auch einfach sehr viel gebracht. Du redest jetzt davon mit Windeln auf dem Fußballplatz schon. Ich glaube auch wegen der größeren Brüder, die eben gespielt haben. Aber du warst ein unglaublich talentierter Tennisspieler gewesen. Mit 12 Schweizer Junioren-Schweizer Meister. Ja, ich bin in der U12 bin ich Interclub-Schweizer Meister geworden. Und ja, ich habe mich dann schlussendlich auch entscheiden. Ich konnte nicht mehr beides gleichzeitig machen. Es ist zwar jetzt im Nachhinein schon extrem früh, mit 13 schon entscheiden, welchen Weg dass man gehen soll. Aber ja, ich glaube, schlussendlich habe ich die richtige Entscheidung getroffen. Ja gut, das wissen wir nicht, oder? Klar, wissen wir nicht, ja. Aber was hat er, also wenn man Schweizer Meister wird, Tennis spielen, wenn man, dann muss man gut sein, oder? Ja, wo hast du denn mehr Chancen gesehen im Fußball? Ich meine, es ist eigentlich noch recht lustig gewesen, weil ich habe eigentlich schon vorher entschieden, dass ich mit Fußball, also dass ich den Weg vom Fußball wird gehen, weil in dem Jahr, wo wir den Interclub gespielt haben, habe ich eigentlich gar keinen Tennisunterricht mehr genommen. Also ich habe zu dieser Zeit eigentlich schon nur noch Fußball gespielt beim FC Zürich und eigentlich gar keine Zeit mehr gehabt für Tennis und habe einfach ja, mit meinem Partner gesagt, du, wir schauen, wo es hergeht und wir spielen es einfach. Und ja, schlussendlich... Das spricht nicht für die Gegner, den ja, es spricht einfach für mich, glaube ich. Also eben, schlussendlich ist es wirklich zum Schweizer Meister gekommen. Also das Gefühl mit Tennis? Für mich ist es schlussendlich einfach der Teamgedanke gewesen, wo mich zum Fußball getrieben hat. Ja. Weil im Tennis ist es einfach wirklich, du bist allein auf dem Platz. Du beschäftigst dich nur mit dir selber. Das ist mental extrem anspruchsvoll. Und ja, es ist einfach alles. Du machst sehr viele Sachen allein, die du halt im Fußball mit deinen Kollegen kannst machen, mit deiner Mannschaft, als Mannschaft spielen. Und das ist schlussendlich das, was ja, mich zum Fußball eher gebracht hat. Klar, du im Fußball könnte man jetzt böse sagen, kannst du dich endlich ein bisschen verstecken, wenn es nicht so gut läuft. Aber im Erfolg ist natürlich der Tennisspieler. Ist der alleinige King, oder? Ja, klar. Ja. Also du bist durch und durch der Mannschaftssportler? Ja, ich würde schon sagen, ja. Wobei ich eben natürlich auch einen sehr grossen Einfluss hat wahrscheinlich der Rick gehabt, der jetzt auch da ist. Mhm. Weil halt, er hat so ein bisschen den gleichen Weg gemacht wie ich, auch mit dem Tennis, auch im Fußball. Er war auch extrem talentiert im Tennis und hat sich dann auch für den Fußball entschieden. Und ja, das hat sicher auch noch einen Einfluss gehabt auf mich. Und ich habe dann den gleichen Weg eingeschlagen wie er. Du bist glaube ein grosser Manchester United-Fan. Das hat angefangen in Zeiten von Beckham. Ja. Ja, also du bist dann zwangsläufig auch Real-Fan geworden? Ja, vielleicht Fan ist ein bisschen übertrieben gesagt, aber ich habe einfach schon sehr früh angefangen, den Beckham zu folgen. Auch mit seinen Biografien zu lesen. Und du das, ja, kommst nachher auch zu Real Madrid und dann zu LA Galaxy. Und ja, verfolgst einfach immer ein bisschen, wie sein Weg weitergegangen ist. Er ist eine absolute Ikone, und ich so das Gefühl habe, es gibt viele hervorragende Fußballer, die vielleicht aber die Karriere nicht überdauern. Und das ist jetzt einer von den wenigen, die ich das Gefühl habe, er bleibt das Leben lang einfach so eine Ikone. Ja, ich glaube, er ist im Fußball selber ist er recht unterschätzt worden. Also ihm ist nachher, jetzt auch im Nachhinein immer gesagt worden, ja, er ist einfach der, der mit Social Media und mit seinem Auftreten, mit der Frau, der einfach so auch den Erfolg bekommen hat und auch so den Schritt zu Madrid geschafft hat. Aber für mich war er ein klasse Fußballer und mit seinen Freistößen und mit seinen langen Bällen. Es ist ja, ganz ein grosser Kicker. Also eine von der englischen Legenden, der David Beckham. Wir wollen natürlich auch über die Karriere reden von Roy Gell. Wir machen schnell eine ganz kurze Pause. Mein Erlebnis. Mein Vorteil. Mein Ticket. Mein Sonntag. Tickets für Raiffeisen-Mitglieder zum halben Preis. Der Roy Gelmi vom FC St. Gallen ist bei uns. Wir haben über einen Idol-Film, über David Beckham, der Karriere hat gemacht. Jetzt wollen wir mal deine Karriere anschauen. Es hat also angefangen bei dem FC Basserstoff, dann bist du zum FC Zürich. Und mit 13 in der, ich sage es jetzt einfach mal, so wie ich es gelesen, aussortiert worden, bist du zurück zu deinem Stammclub.
für das du dann ein Jahr später wieder Angebot hast bekommen. Unter anderem vom FC Zürich. Hast du aber für den FC St. Gallen entschieden? Habe ich das in ungefähr richtig zusammengefasst? Ja, es war einfach so, dass ich in der U13 den Schritt nicht geschafft habe beim FC Zürich. Ich bin dann ein Jahr zurück zu meinem Heimverein. Was haben Sie dir, was haben Sie dir vorgeworfen denn? Ja, es langt einfach nicht. Mehr wird nicht gesagt. Nein, es ist brutal. Als 12-, 13-Jähriger wird er gesagt, ja, es langt nicht. Und im ersten Moment geht ein Traum kaputt. Also, da sind sicher auch Tränen geflossen. Und das war natürlich extrem schwierig gewesen. Dann nachher, in der U15 sind sie dann wieder gekommen und haben mich auch eingeladen. Wieder zum Probetraining. Und bin dann auch vorbeigegangen. Und es waren einfach ja, sind 2-3 Wochen gewesen und sind immer noch nicht gewusst, ob sie jetzt sollen nehmen oder nicht. Und dann hat unter anderem ein ehemaliger Scout vom FC Zürich angerufen. Und hat gesagt, ja gut, der FC St. Gallen sucht noch einen Innenverteidiger. Mhm. Und als FC Zürich Junior ist das, ja, ist der FC St. Gallen hast du eigentlich immer geschlagen während deiner Juniorenzeit. Und so das ist das für mich einfach so ein bisschen, habe ich erst ein bisschen gezögert. Und dann hat es einfach geheißen, du, komm einfach mal vorbei, wir haben ein Testspiel, komm einfach mal spielen. Und ich sagte, ja gut, okay, nichts zu verlieren. Weißt, oder? Doof, nicht mehr, und dann war es gerade gegen den FC Basel gewesen. Und die haben natürlich auch gewusst, dass ich ein Testspieler bin. Und ich habe dann, glaube ich, ja, ziemlich gute Partie gemacht. Und habe dann auch von innen eigentlich ein Angebot gehabt. Oder sie haben mich auch eine Woche eingeladen gehabt. Ich war eine Woche beim FC Basel, eine Woche beim FC St. Gallen. Und vorher noch bei Zürich, also das ist ja, unglaublich. Genau, und dann ja, musste ich mich auch wieder entscheiden. Und da hat wiederum der Rick sehr viel Einfluss gehabt, weil er ist auch in der U18 ist er zum FC Basel, war ja bei FC Basel. Gewesen. Und er hat mir dann gesagt, nein, das darfst du nicht machen. Du musst zum FC St. Gallen, und das habe ich dann auch gemacht. Also sehr, sehr viel hängen dran, oder? Wenn man das Ganze anschaut. Du sagst, mit 13, wie ihm gesagt hat, das reicht nicht. Ich kann mir vorstellen, dass genug Tage später muss riesig sein, wenn du denen kannst zeigen, der hat nicht getauscht. Jetzt könnte ich zu St. Gallen, ich könnte zum FC Basel. Ja gut, das ist natürlich, zu diesem Zeitpunkt war es noch nicht so gross gewesen. Dort bin ich natürlich aber froh gewesen, dass, ja, dass der Traum einfach weiterlebt. Mhm. Dass gleich noch... Hast du mit 13 wirklich so das Gefühl gehabt, der Traum vom Fußballprofi? Ja, am Anfang schon. Das ist ja. Also in dem Moment, wo dir das gesagt wird, dann denkst du, ja scheiße, ich bin es lange nicht. Mhm. Und muss jetzt weiter schauen. Ja. Hast du nie bereut, dass du nicht zum FC Basel bist? Nein. Also was würde ich bereuen? Ich meine, ich habe beim FC St. Gallen jedes Jahr durchgemacht, jede Juniorenstufe. Und ja, dann auch den Schritt in die erste Mannschaft geschafft. Darum nein, bereue ich überhaupt nicht. Der Schritt? Ich war unter dem Chef Sabeni beim FC St. Gallen. Dann habe ich ein Zitat gefunden von dir, das du gesehen hast, wo du auf der Tribüne warst. Du weißt nicht, ob du gebraucht wirst. Dies nagt an einem. Ich kann mir vorstellen, wenn eben die U-Stufen durchlaufen, endlich in der ersten Mannschaft. Ich kann mir vorstellen, vielleicht reden nicht alle immer viel mit dir und dann findest du auf der Tribüne wieder und bist in einem luftleeren Raum. Ja, das ist halt der Schritt, den du vom Juniorenfußball in Profifußball machen musst. Im Juniorenfußball wirst du extrem begleitet von deinen Trainern, auch von den anderen Trainern, die dort sind. Du hast immer einen, der auch auf dich schaut. Und das hatte ich einfach bei St. Gallen gehabt. Und ja, dann machst du den Schritt in die erste Mannschaft. Und auf einmal ja, schaut da halt keiner mehr. Es geht nur noch um Trainingsleistung. Und das war am Anfang sicher extrem schwierig gewesen, darum auch das Zitat. Aber ja, das musst du als junger Spieler musst du auch einfach auch lernen, mit dem umzugehen. Plus spielst du nicht mehr gegen Buben, sondern gegen Mann, oder? Klar, ja. Und das interessiert keinen mehr, das ist jetzt der Junge. Nein, das gut. Du hast als junger Spieler hast du gleich noch ein bisschen mehr Kredit als die anderen, aber wenn du den ersten Einsatz hast. Aber der Gegenspieler ist das. Die freut sich wahrscheinlich, wenn so ein junger Innenverteidiger seinen ersten Einsatz hat. Ist immer klar, dass du Verteidiger bist, aufgrund der Körpergröße? Also bist du immer die ganze Laufbahn schon ein bisschen auf? Nein, ich war beim FC Basseldorf ist eigentlich eher sogar so ein bisschen Stürmer. Mhm. Und dann beim FC Zürich bist du einfach im Grund von der Körpergröße bist du mal hintergestellt worden. Ja. Das war einfach so. Und das Zwischenjahr beim FC Basseldorf habe ich auch wieder als Stürmer gespielt. Aber ja, schlussendlich hat es meinen Weg ein bisschen nach hinten geführt, in die Innenverteidigung. Was weiss der Zinnbauer, dass du hier vorne könntest?
Nein, das weiß ich nicht. Wie das, ich meine, ich bin jetzt auch schon eins führen gerutscht, aber viel weiter genau. Führen wird es, glaube ich, nicht. Nein. Normalerweise geht man gegen, je länger die Karriere dauert, von vorne immer weiter hingern. Vielleicht bist du das Gegenteil. Ja, vielleicht. Ja. Wir haben selbstverständlich die Chance genutzt, die bei euch vorbeikommen. Wir haben nach einem Training mal ein paar Teamkollegen befragt. Sie sollen uns so ein bisschen sagen, wer der neue Gelmi so ist und wie der so tickt. Ja, ciao Roy, du hast deine liebe Mitmutter. Ja, Roy, du bist ein super Typ, aber Platz war nicht schlecht, wenn der Ball schneller wird spielen, so wie du aus der Dusche mal so schnell raus bist. Ja, in der Garderobe bist du eigentlich eher ein ruhiger Typ, eigentlich eher fast ein unsichtbarer Typ, weil du bist selten drinnen. Meistens sieht man mich in der Mixzone und Ping-Pong spielen. Wir spielen ja viel Ping-Pong auf dem Balkon und ja, wir sind relativ ebenwürdig. Meistens geht dann am Schluss gleich der Sieg für mich. Wie auch letztes Mal im Badminton, wo wir uns gemessen haben. Ja, dort kannst du sicher noch eine Schippe zulegen, aber freut mich jedes Mal, wenn ich gegen dich ein Duell austragen kann. Also, ich finde, dass du robust Zweikämpfe gehst, was uns sicher weiterhilft, auch wenn du manchmal blind wie ein Süheli drin gehst. Aber das machst du auf jeden Fall gut für uns und hilfst uns sehr weiterkommen. Was ich dir aber sagen muss, ich glaube, es wäre eine gute Idee, wenn du dich mal für Supertalent anmelden würdest. Einen singenden Fußballer haben wir noch nicht so viel gesehen. Ich glaube, es wäre noch etwas für dich. Durchsichtig in der Garderobe, schnell aus der Dusche und der Sänger. Dann hätten wir wieder die Musik. Also bist du einer, singst du nur daheim oder mal in der Kabine? Ja, nein. Es ist einfach so, dass die neuen Spieler bei uns immer vorsingen müssen. Und ja, da bin halt, habe ich auch müssen als Junge. Und dann tust du ohne Background-Musik, ohne nichts, mit der Stimme selber musst du vor der ganzen Mannschaft, meistens ist Staff, Präsident, alle dabei. Oh no. Also, man wartet dann natürlich, bis wirklich eigentlich der ganze Verein da ist, bis man das dann muss machen. Und ja, dann ist das halt so ein bisschen, ja, so ein bisschen vorgekommen. Aber und der ganze Song oder nur ein Ausschnitt? Nein, so 30 Sekunden. Also. Was hast du denn gesungen? Ich habe von Justin Timberlake «Losing My Way» gesungen. Und, ja, dann ist es halt einfach ein bisschen Tradition geworden, dass ich eigentlich jedes Mal ein bisschen singen muss, wenn das wieder ist. Auch ein bisschen als Auflockerung für die anderen, die noch als Neue singen müssen. Der Warm-up, du bist der Warm-up. Genau, ja, ich bin so ein bisschen der, wo die Stimmung ein bisschen anheizt. Und ja, darum habe ich halt schon 3-4 Mal gesungen und alle anderen nur einmal. Aber ja, sonst einfach im Auto singen, ja, einfach Musik hören. Wir müssen mal dafür sorgen, dass wir eine Kamera in der Kabine haben, wenn wieder ein junger Spieler, ein neuer Spieler, beim FC St. Gallen muss singen, der Roy Gelmi da der Warm-Upper ist und vorsingt. Oder wir melden dich mal an, The Voice of Switzerland oder so irgendetwas. Mal, müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall machen wir zuerst noch das Fragebuch zusammen. Wir haben 3 Fragen ausgesucht aus x Themen. Zuerst schnell Pause, die du dich erholen kannst. Und dann geht es los mit dem Fragebuch der Soccer Lounge. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen und Allianz. Neue Anfang wagt. Wo aus Denken machen wird. Und wo Stillstand einfach keine Option ist. Da sind wir. Mit passenden Versicherungslösungen aus einer Hand. Machen Sie Ihren Weg. Wir machen mit. Allianz. Erleben Sie Konzerte, Musicals, Zirkus und vieles mehr. Tickets mit bis zu 50% Rabatt nur auf raiffeisen.ch/Konzerte. Ein stattlicher 3-jähriger Bauernhengst. Wir starten mit 20'000. Danke, die Dame.
27'000, 32'000, 37'000, höre ich 39'000, 39'000. Verkauft 39'000. Bei wachsenden Ansprüchen braucht es einen starken Anlagepartner. Raiffeisen. Tuesday on SportalHD.com. Ciao zusammen, ich bin der Tom Lüthi. Wenn ihr mehr von mir erfahren wollt, dann schaut am nächsten Dienstag, 4. ab 12 Uhr, die Sendung 101. The News Center, one-on-one, on Tuesdays at 12:15 on SportalHD.com. Pure Sports, pure entertainment. This is Sportal HD. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen und Allianz. Der Soccer Lounge mit dem FC St. Gallen-Spieler, mit dem Roy Gelmi, der selbstverständlich nicht um unser Fragebuch herumkommt. Drei Fragen aus etwa 600 haben wir es ausgesucht. Reden und Schreiben. Ich habe mir nicht so recht entscheiden, sind Sie bei Facebook? Bist du sicher bei Facebook, oder? Ja. Also. An wen haben Sie zuletzt einen Brief geschrieben? Du bist noch so in dem Alter, wo... Weißt du noch, wie Briefe schreiben geht? Ist gut, zählt online auch als Briefschreiben. Ich meine, heutzutage ist es mit der Post-App. Von Händchen? Von der Ferien einfach. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr. In die Schule vielleicht? Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Ja, wahrscheinlich ein Liebesbrief mit 12 oder so. Wahrscheinlich. Aber sonst von Hand geschrieben hast. Ja, man braucht es einfach nicht mehr, oder? Nein, ich weiß es nicht. Randy Wolf, später kommt, der ist noch in dieser Generation, wo man das noch vorhang. Mach Bekenntnisse. Etwas, das Ihnen heilig ist? Meine Familie. Ganz klar, ist ein extrem. Also ich bin so ein Familienmensch und ich brauche alle als Unterstützung. Und darum ist zusammen mit meinem Bruder da. Und ja, Familie. Thema Liebe. Machen Sie eine Prognose. Was glauben Sie, wird in Ihrer Beziehung zur grössten Herausforderung? Oh, da mache ich mir gar keine Sorgen. Also, ja, ich habe Freundin seit über 4 Jahren schon. Also, wir haben uns schon vor dem ganzen Fußball rum kennengelernt. Und da habe ich gar keine Sorgen, dass da irgendwas in den Weg kommt. Es war viel weg, viel unterwegs. Kann das ein Problem sein? Ja, klar. Ich meine, wenn der Wechsel ins Ausland vielleicht mal irgendwann wieder kommt, kann es sicher ein Problem sein. Aber ja, ich weiß von ihr, dass sie mitkommen. Also. Dann verdienst du so viel Kohle, muss ich nicht mehr arbeiten. So ein bisschen Spielfrau sein. Also, unsere Runde überkommt Zuwachs. Willkommen Jan Schaller und Andi Wolf. Freu, du kannst eins überrutschen. Jan, willkommen. Andi Wolf. Andi. Richtig. Andi, schreibst du noch Briefe von Hand? Das Problem ist, ich bin Linkshänder. Und meine Schrift. Kann man eben nicht so gut lesen. Also, ich gebe mir das Mühe, Post. Also, so Karten finde ich so schön. Aber es ist schon einfacher geworden mit der heutigen Technik. Aber auch Postkarten. Direkt auf den Punkt zu kommen. Postkarten muss man nicht mehr, oder? Eben, gesehen kann, wie ja, aber das ist dann wieder. Ich habe immer gerne so die Sujet und so. Gut, vielleicht eben, könnt ihr euch ein Papi sein. Es kommt ja gleich an. Also, du machst das Fötterchen und dann wird das von der Post geschickt und du kommst schon die Karte gleich. Ja, rüber. Aber es ist natürlich. Schon nicht ganz gleich. Aber. Ja, hä? Also, ich schreibe noch viel mit einer Freundin zum Teil daheim, was so ein Zettel ist. Was ist auch ich hoffe? Nein, wir haben einen schönen Tag. Das ist schon auf der Matsche. Was hast du für Trauer bei uns? Wenn wir Mandy Wolf eine Karte schreiben? Ich komme gerne Post. Machen wir. Ja, das liebt mich. Tipp um Park, Karte, irgendetwas. Einfach Andi Wolf, Luzern. Kommt Andi Wolf Luzern an? Ist auch schon angekommen, ja. Aber ich weiß auch nicht so recht, warum. Wir wollen über St. Gallen reden und über FC Luzern. Du wirst noch so ein bisschen Wunden lecken, natürlich. Da werden wir darüber reden. Das Göppelschäden in der Zentralschweiz, das hat richtig weh getan. Seid ihr recht GC-Fan, Roy? Nein, gar nicht.
Ich bin Junior in FC Zürich, darum ist GC immer. Es könnte sein. Nein. Du weißt schon, was es raus will. Oder? Klar. Ausgerechnet dir hat jetzt gegen die Grasshopper verloren. Ja. Ich auch die sind echt super in den Match reingekommen. Ja, wir haben eigentlich wirklich gut angefangen, aber. Ja, manchmal langt es einfach nicht. Und der Malcher haut dort einen raus. Ja. Hat eine Fahrerkette, oder? Wenn er den nicht nimmt, dann läuft der Match höchstwahrscheinlich. Ja, das läuft er anders. Gegen GC verlieren. Jan, so lange. Ja. Ja, die Vergangenheit zeigt, wenn du als Team schlecht bist, dann wartest du auf den Punkt, wo St. Gallen kommt. Und im Normalfall geht es dann wieder rauf. Wenn du als Team schlecht bist, wartest du darauf, dass ja, St. Gallen kommt. Wenn du X Niederlage am Stück hast, wie es jetzt als geht. Aufbaugegner? Als Aufbaugegner ist St. Gallen sehr gut. Moment, das ist nur bei uns in Bern so. Nein, das machen wir eigentlich schweizweit. Das sind wir sehr spendabel. Andi, das ist schon. Kann mich gar nicht freuen. Darum freue ich mich. Luzern ist wieder der Welt. Der Faktor Mitleid spielt recht eine grosse Rolle. In der 35. Minute ist das Goal gekommen. Und dort hat man das Gefühl, dass der Match ein bisschen in eine andere Richtung gegangen. Täusche ich mich? Ja, gut, das ist natürlich klar. Immer wenn du 1-0 hinein reingehst, ist es sicher schwieriger machen. Aber, die erste Floskel, einer muss anfangen. Ja, klar. Nein, aber ich glaube, nach dem 1-1, wo man ja, wo dann eigentlich auch ein bisschen überraschend kam, ist noch vor der Pause, ist eigentlich wirklich auch bei uns noch in der Kabine, hat eigentlich keiner gedacht, dass wir das Spiel noch werden verlieren. Weil wir hatten das Momentum bei uns und sind auch wirklich alle haben sich noch mal gepusht. Und ja, dann schenken wir ihnen einfach wieder die Goal. Also, es ist ja nicht so, dass sie Goal eigentlich schön rausgespielt hätten. Das waren einfach die eigenen Fehler von uns. Und ja, das wird dann halt bestraft. Bei dir ist auch, kann man auch sagen, auch einer von diesen Fehlern bestraft worden. Der Dabur, der dort den Freistoß. Gaio Lamaschi gefallen, glaube ich. Wo er zu diesem Freistoss-Goal geführt hat. Wie fühlst du dich in so einer Situation? Ja, es war einfach auch ein bisschen unglücklich. Ich wollte den Doppelpass mit dem Toko spielen beim Mittelkreis. Und er wird, glaube ich, nicht mehr den Ball spielen, hat er nachher gesagt. Und geht mal ans Knie und dann natürlich schön geht in den Lauf vom Lamaschi. Und ja, ich bin dann. Ich habe gewusst, ich muss ihn jetzt noch nehmen vor dem 16er, weil sonst läuft er allein aufs Goal. Und ja, es war so ein Fall, den du halt mal machen musst. Dass er natürlich nachher gerade so reinhaut, das ist unglaublich. Gut, beim Gaio müssen wir es wissen, je wärmer es draußen wird, je besser wird seine Form. Oder? Das ist, glaube ich, jedes Mal im Frühling. Ist das einfach so? Also würde ich bestätigen, weil ich von sehr wenig Ahnung habe. Ja. Aber die Aktion habe ich gut gefunden. Und das Goal ist sonst ist er durch. Ja, also, genau. Eben. Ich meine, er läuft eigentlich fast allein aufs Goal. Oder? Und ja. Dann musst du es riskieren. Ich muss nehmen. Ich habe Glück gehabt, dass der Hefti noch da war. Ja. Sonst wäre es die Rohkarte gewesen. Ja. Ja. Und ja, ob es jetzt ein Foul war oder nicht, ich glaube, der Schiedsrichter wollte erst weiterlaufen lassen und ist nachher umgestimmt worden. Da kannst du jetzt darüber diskutieren, aber ja. Das ist deine Entscheidung. Also ob der 2-1 oder 3-1 am Schluss. Jetzt, die Rückrunde, wie würdest du zusammenfassen? Ja, besser als die letzten zwei, aber die letzten zwei sind halt... sehr bescheiden gewesen. 2 Sieg aus 9 Spielen, das ist schon... Überragend ist es nicht. Ich denke, du darfst aber auch nicht den Ansatz haben, wie Basel oder Ibe oder so. Für St. Gallen vielleicht, das finde ich, von den Punkten her ist es ganz okay. Ist man im Soll, man spekuliert immer noch zu Europa. Jetzt mit dem Göpp-Finale ist eigentlich Platz 5. Relativ safe, dass du zumindest mal in die Quali kannst. Lugano hat uns zwar jetzt überholt, der allein sollte eigentlich schon ein bisschen Angst machen. Schaller jetzt schon wieder schön, merkt ihr es? Nein, ich würde eigentlich so auf etwas weitergehen. Es ist halt mehr so, dass das wir, ich finde bei St. Gallen, auch heute noch, ich weiß nicht, du müsstest mir das vielleicht bestätigen, aber wenn du, der Durchschnitt der St. Gallen-Fan, der darf, du kannst gegen Basel immer 3-0 verlieren, wenn du halt einfach gekämpft hast, deine Farben vertreten hast. Und das finde ich gegen Basel schon nicht und gegen GC ist da halt wirklich ein Problem. Also quasi, dass man da so ein bisschen wieder in Fahrwasser von der Hinrunde auch ein Stück weit gekommen ist. Aber wer das da genau liegt, das ist... ich weiß es nicht. Ein schreibender Journalist aus Bern, von St. Gallen aus der Ferne ein bisschen anschaut, sagt, der FC St. Gallen sei langweilig. Wie schaut man in der Zentralschweiz auf FC St. Gallen? Entspannt, würde ich sagen. Entspannt. Ja, also sie sind sehr ähnlich. Luzern, St. Gallen ist ja, eben ein bisschen ähnlich. Stadion, Umfang und Umfeld. Ostschweiz, Zentralschweiz. Also die haben sehr viel gemeinsam. Für das Budget, weiß ich nicht so. Aber ich glaube auch so plus minus. Ein bisschen ruhiger bei ihnen als bei euch.
Ja, Moment. Wir haben es nicht verschreien, gell? Irgendwo haben wir kein Holz. Also, weil Luzern weiss es nicht. Aber wie auch immer. Also, von dem her, Luzern finde ich, find ich schon noch sexy. Da müsste St. Gallen auch sexy sein für die Ostschweiz. Also, das meine ich. Ich finde, es ist vergleichbar. Es passiert immer etwas. Also, von dem her. Fußballverrückte Stadt. Ja, und das ist nicht selbstverständlich. Also, wenn ich Zuschauerzahlen hier im letzten Grund anschaue, der FCZ hat viel mehr Zuschauer als GC, obwohl eine andere Liga und so. Muss ich sagen, bei uns ist immerhin mehr oder weniger 10 hast fix. Mhm. Ich glaube auch nicht mehr um das herum. Also das schon noch. Also ich. Und weiter oben ist dann noch Ibe mit 17 und Basel mit, ja, mit aber über 20. Aber den musst du ja nicht vergleichen in erster Instanz. Und bei uns haben die gar nicht 20 Platz. Also ja. Genau, die müssen ja anbauen. Die müssen Public Viewing machen dann auf der Oven. Also zwei Platz hat. Drin einfach, oder? Genau. Also, ja. Anfang Sendung haben wir gesehen, dass wir Hakan Yakin werden ein Telefon dürfen begrüßen. Das machen wir selbstverständlich jetzt. The Better Original. Ja, hallo zusammen, hier ist der Hakan Yakin. Ich habe einiges erlebt in meiner Karriere. Gespielt habe ich bei Kongele, bei Basel, GC, St. Gallen, IB, Algaraffa, Luzern und Bellinzona und habe etwa 100 Meistertitel geholt. Nicht gespielt habe ich, also ich bin dort gesehen, aber halt nicht gespielt. In Paris, Stuttgart und Galatasaray. Aber ja gut, ich meine, es geht ja nicht um mich. Ich rede auch nicht so gerne über meine Person. Und ja, ich bin im Fall der Bruder von Murat Yakin. Ja, Luzern gegen St. Gallen, da geht es um nichts mehr. Ich meine, da ist das Gesicht vom langweiligen Babbel spannender als die Partie selber, oder? Und ich meine, der FCSG, ich meine, ja, könnte eigentlich die Saison auch abbrechen. Ich meine, gegen vorne geht nichts mehr und wenn du gegen GC verlierst, dann müsstest du sowieso die Lizenz abgeben, oder? Oder sonst halt zu Vaduz müssen spielen. Also, liebe Freunde vom gepflegten Horschnitt, ich muss jetzt leider ins Hallenstadion. Ich muss mal schauen, wer der Roger Federer ist, wo alle davon reden. The Better Original. Was das Leben für Sie bereithält? Schauen Sie doch mal nach. Entdecken Sie Ihre Lust am Entdecken. Und dann die ganze Welt. Fahren Sie links, fahren Sie rechts. Folgen Sie Ihrem Bauch, Ihrem Instinkt oder einfach dem Wagen vor Ihnen. Seien Sie nicht ängstlich, seien Sie gespannt. Es gibt immer wieder Neues zu erleben. Fahren Sie doch mal hin. Wir begleiten Sie mit der Autoversicherung der Allianz. Hallo Schulz, alias Hakan Yakin, Saison abbrechen. Solltet ihr, wenn es nach ihm geht, euch. Wäre ein bisschen früh, he? Ja, ich glaube, es ist gegen vorne immer noch alles offen, wie du vorhin gesagt hast, mit dem fünften Platz. Und es sind nur 3 Punkte. Und, wir haben gut gestartet, die 3 Runden. Und wir werden jetzt einfach wieder so weitermachen, wie wir angefangen haben. Und dann kommt es gut. Chancenauswertung, Jan. Am zweitwenigsten Schuss auf das Goal von der Liga, am wenigsten Goal geschossen von der Liga und die schlechteste Quote in Sachen Chancenauswertung. Deckt das dein Empfinden, die Statistik? Ja, gut, man muss vielleicht sagen, man hat dafür, glaub, immer noch die 2. beste Verteidigung. Da muss man sich ein relativieren, weil es müsste abgeschlagen letzte sein, wenn du jetzt nur da anschauen würdest. Also ich finde, hinten ist man definitiv stabil. Aber wir, die gerade in unserer Sendung den Goalschrei eigentlich noch recht zelebrieren, haben wir gerne da noch ein bisschen mehr können dürfen. Oder mindestens so die fast Chancen. Es ist definitiv besser. Also ich finde auch, eine gewisse Spielphilosophie ist ersichtlich. Nur ist es halt aber schade. Deine Brille ist schon schwarz und nicht rosarot, oder? Was da heute an hat. Bis grün-weiß. Gut, hat er natürlich gelandet. Wir wollen die Statistik anschauen von Majeti, wo man muss sagen, das ist ein echter Transfer-Gut. Andi, so einen hätte er selbst in der Zentralschweiz gern, oder? Wenn man schaut, bei Basel 14-15, 4 Spiel. 15-16 5 Spiele, dann ist er nach Deutschland gewechselt. Dort ist er überhaupt nicht gelaufen. Jetzt hat er 20 Spiele, 9 Goals, 1 Assist. Durchschnittlich 71 Minuten. Beeindruckend. Beeindruckend. Aber der Christian Stübi, dass der jetzt ein Spieler vom FC St. Gallen ist. Also ich finde, in dem Zusammenhang muss man auch selbst erwähnen, dass man den von Augsburg jetzt wirklich fix können übernehmen. Vertrag bis 2021. Der und 2021. Und der drei rum. Unglaublich wichtiger. Wichtiger Typ, Andi. Ich war etwas erstaunt, wenn man also ihn live gesehen hat. Das ist ein Apparillo im Fernsehen. Ich habe das Gefühl, wirkt er gar nicht so.
Qualitäten hat er, sonst wäre nicht, hätte er nicht auf Augsburg dürfen. Mhm. Und jetzt scheinbar länger das für St. Gallen. Aber es ist natürlich. Es ist von dem her gratuliere ich, aber für mich auch nicht, oder? Also nicht. Ja, aber ich meine, hey, muss ja zuerst mal eine Saison durchshooten. Also das ist immer so ein bisschen. Oder weißt du wirklich so, ein Markus Neuli macht jetzt Saison für Saison seine 20 Goal aufwärts, oder? Ja. Und trotzdem redet niemand von dem Markus Neuli. Also, ich das bin stimmt. gespannt, was er jetzt da bei euch kann bewegen. Aber es braucht halt schon noch etwas. Ja, aber er ist bei Basel ausgebildet worden, dass man ihn holen und fix verpflichten kann. Ich meine, der ist Basel immer noch auf dem Radar. Ja. Die wissen immer noch, dass es den gibt, oder? Also das... Ja, der hat Pech mit dem Embolo, oder? Dass der einfach noch mehr eingeschlagen ist in dem Moment. Und dass er, glaube ich, mit seinen Möglichkeiten halt nicht unbedingt die zweite, dritte Giga spielen. Aber jetzt mit der mit der neuen Führung beim FC Basel, wo man eben sagt, man will die Integrationsfiguren haben. Also... Das ist gut, gibt es Geld für so einen heißer Kandidat. Ja. Das wäre wär top, hat der dort reingepasst, oder? Also das ist eine super Leistung vom FC St. Gallen, den zu holen. Ja, definitiv. Also ich glaube, wir als Spieler sind ein bisschen überrascht, dass das wirklich klappt schlussendlich. Und ich glaube einfach, bei ihm vergisst man einfach immer wieder, dass er wirklich erst 19 ist. Also er spielt schon seit 4 Jahren in der Super League, oder? Bei Basel, bei Augsburg. Und er ist immer noch 19. Und mir redet und schreibt über noch, als wäre er Routinier. Das musst du einfach immer im Hinterkopf behalten. Der Junge ist erst 19, ist vor einem Jahr volljährig geworden. Und, was kommst du mit dem Auto zum Training? Ja, das schon. Musst du gut abholen. Er spricht aber auch für ihn, der weiss, was er wert ist, wenn du die Bundesliga hast. Er spricht aber auch für ihn, finde ich, wenn er sagt, das passt mir an St. Gallen. Es ist jetzt nicht der FC Basel, aber ich bleibe da. Also, ja, also über das hat niemand so richtig geredet und geschrieben. Ein gutes Fundament, wenn er da jetzt 2-3 Saison kannst durchspielen und seine Goal macht, dann ist es für St. Gallen top, weil da gibt es noch schöne Batzen in der Kasse. Und für ihn top, weil der Golder wirklich gestärkt geht, wo auch immer durch. Und das ist ja das, was eben als junger Spieler, wo vielleicht die Überlegung, die du machen musst, und du musst die Größe haben, wie du richtig sagst, dass du sagst, komm, es funktioniert nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe, ich mache einen Schritt retour, aber fast sicher, wenn du das so shooter vom Talent her und von der Ausgangslage her, dann kann er nachher 2 oder 3 Schritte vorwärts machen. Wie gesagt, 19. Da liegt ja noch alles. In 2 Jahren ist er 21, also dann kannst du immer noch eine riesige Karriere im Ausland machen. Also 2 Jahre im Fußball ist eine unglaublich lange Zeit und dann ist er 21. Also, du hast ja beim Embolo jetzt auch gesund bleiben, ist halt wirklich so. Ist auch da, ja klar. Was ist er für ein Typ? Er hat zwar gesagt, dass er die Spiele etwas schneller hinten rausspielen. Ja, das ist, er glaube einfach nicht gewusst, was zu sagen. Also, nein, ich glaube, ich bin der, wo der Ball eben vielleicht ein bisschen zu schnell wegspielt. Nein, er ist ein super Typ. Also, er hat wirklich mit allen mega gut. Und auf dem Platz selber ist er ein kleiner Terrier. Ob schon so Basler ist, also, ja. Nicht mit immer die Vorurteile, aber bodenständig. Ja, extrem, ja. Also, ist wie jeder andere auch. Also, macht seine Trainings und spielt wie jeder andere auch. Wenn er nicht weiss, was sagen, dann schwätzt er einfach der Gelb. Ja, also schneller hinten raus spielen. Genau. So, wir machen schnell eine kurze Pause. Dann reden wir über den FC Luzern, der einen Aufbaugegner hatte am Wochenende. Und er ist schon reingekommen, weil er die Wunde hat probiert zuzutun vom Göppelscheiden. Da reden wir darüber. Vor allem mit dem Andi Wolf sind wir gespannt, wie er uns da die Sachen erläutert. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen und Allianz. Tuesday on SportalHD.com. Ciao zusammen, ich bin der Tom Lüthi. Wenn ihr mehr von mir weiter erfahren wollt, dann schaut am nächsten Dienstag, 4. ab 12 Uhr, die Sendung 101. The News Center, one-on-one, on Tuesdays at 12:15 on SportalHD.com. Einen neuen Anfang wagt. Wo aus Denken machen wird. Und wo Stillstand einfach keine Option ist. Da sind wir. Mit passenden Versicherungslösungen aus einer Hand. Machen Sie Ihren Weg. Wir machen mit. Allianz. Eine
Erleben Sie Konzerte, Musicals, Zirkus und vieles mehr. Tickets mit bis zu 50% Rabatt nur auf raiffeisen.ch/Konzerte. Ein stattlicher, dreijähriger Bauernhengst. Wir starten mit 20'000. Danke, die Dame. 27'000, 32'000, 37'000, höre ich 39'000, 39'000. Verkauft 39'000. Bei wachsenden Ansprüchen braucht es einen starken Anlagepartner. Raiffeisen. Pure Sports, Pure Entertainment. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen und Allianz. Willkommen zurück in der Soccer Lounge mit dem Anti Wolf, mit dem Jan Schaller und mit dem Roy Gelmi vom FC St. Gallen. Reden wir über den FC Luzern. Er hat 6 Matches auf einen Sieg gewartet. Hat mit Zentralschütze schon vor einer Krise geredet? Nein, das ist das Schöne. Nicht? Nein, das ist aber geht jetzt relativ schnell, oder? Ja, normalerweise schon, aber das ist ja, glaube ich, spricht wirklich für das ganze Umfeld vom FC Luzern. Wir haben zugegeben auf den Göpp natürlich angeschafft. Das ist wirklich, weil wenn Luzern, wenn sie etwas gewinnen können, dann. Also ja, außer Pascual, oder? Ja, wenn sie etwas ja, es ist einfach so. Also der Göpp ist halt schon etwas. Wir hoffen, dass man das dort unterrockt. Das hat nicht ganz funktioniert. Und trotzdem ist er ruhig geblieben. Darum, umso wichtiger war die Geschichte jetzt gegen Vaduz. Wenn nämlich die verlierst, dann können wir die nachher. Dann wäre es vielleicht langsam ein bisschen ungemütlich geworden. Ich habe mir heute etwas aufgeschrieben. Jetzt sollte man die passende Musik dazu haben. Der Sieg gegen Vaduz ist ein kleines Pflasterli auf der immer noch offenen Wunde von diesem Göppelscheid, oder? Klar, du zwei. Also, du jetzt, merken wir es noch in der Stadt? Ist die Stimmung noch? Nein, ich glaube einfach irgendwo, man kann ihnen nichts vorwerfen in dem Halbfinale. Gegen Lugano letztes Jahr war etwas anderes gewesen. Da hast du daheim gegen Lugano gespielt und verlierst, glaube ich, 1-2. Das hat wirklich weh da und das ist eine riesige Chance für da. Jetzt gegen Sio. Ja, aufgrund von Penalty-Schiessen ist blöd gelaufen. Sie hätten innerhalb von der regulären Zeitzelle Goal machen. Sie hatten Chancen gehabt. Ich finde sie auch nicht überragend gespielt. Also Luzern ist für mich sind die besseren gewesen. Aber eben, wie es halt so ist. Jetzt sagt man natürlich, ja klar, musst Vaduz schlagen. Was ist das Gefährliche an diesen Gegnern? Wie geht es in Vaduz, die einfach unter dem Seich sind? Ja gut, ich glaube, mich musst du auf Vaduz nicht ansprechen. Also so ganz FC St. Gallen, glaube ich, musst du auf Vaduz nicht ansprechen. Was ist so ekelhaft gegen dich? Weißt, wenn wir das wüssten, das ja, ist das stimmt. Der Gillo kommt neu zu uns, gell, das erste Spiel gegen Vaduz. Und was er nach dem Spiel sagt, ist einfach, jetzt weiss ich, wie ihr euch fühlt. Jetzt weiss kann ich. Sich's denn irgendwann wir haben dort 3 Pfostenschüsse. In den ersten 15 Minuten spielen wir die an die Wand. Und holen gleich noch das Unentschieden raus. Aber wenn es dir irgendwann mal kannst zu einer mentalen Blockade werden? Oh nein, morgen gegen Vaduz. Ja, hoffentlich nicht. Blockade würde ich vielleicht nicht sagen, aber ich meine, jedes Mal, wenn Vaduz kommt, sagen wir uns einfach, hey, aber jetzt ist fertig, jetzt schlagen wir die mal, oder? Jetzt haben wir den Panetta, jetzt kommt ja, gut. Nein, es ist natürlich klar und das wird natürlich auch von den ganzen Medien und alles, wird das natürlich extrem geschrieben und auch aufgelaufen, dass jetzt das Spiel kommt und es ist für uns natürlich jedes Mal eben wieder, wie gesagt, jetzt irgendwann muss der Banjo brechen und Luzern zeigt, wie es geht. Aber Luzern ist natürlich auch, Jan, wie dir so ein bisschen. Das ist so ein bisschen der luftleere Raum dort, in diesem Niemandsland, ein bisschen. Merkt man das?
Also meinst du jetzt wegen der Affische? Wenn es um nichts mehr geht, ja, um nichts mehr finde ich nicht. Also eben, nach oben ist es spannend. Ich finde auch, als FC St. Gallen darfst du schon noch ein bisschen nach unten schauen. Also ich finde es gut, ob sie sich nach oben orientiert. Aber jetzt naiv sind und sagen, da, die aber jetzt für Luzern? Fünf springen. Ich finde das trocken. Luzern finde ich auch noch für so einen sympathischen Verein. Die ja, sind, das ist eben eine gute Gäste. Ja. Okay, so. Luzern verkauft sich gut, ist aktuell sicher weniger langweilig als St. Gallen. Also was sag ich als St. Gallen? Luzern ist zwei Monate, glaube ich, nicht gewonnen. Jetzt endlich gewonnen und trotzdem ist nicht viel passiert in der Tabelle. Ja, das ist das Verrückte an dem Ganzen. Ja. Ich meine, ihr kommt nicht näher, Sio zieht nicht davon. Ja. Das ist irgendwie das, was du sagst. Das ist das Langweilige, Anführungszeichen. Und es gibt vor allem das Spannende. Von eBay aber. Es ist ja, genauso spannend, wie man es langweilig kann. Das kann jeder schlagen, das ist glaub, definitiv so, außer Basel, der einfach in einer anderen Liga shootet. Wie ist es als Spieler mit ganz hinten und ganz vorne? Geht es meistens noch mal etwas, ganz vorne jetzt auch nicht mehr, aber hast du mehr Mühe zu motivieren? Klar willst du gewinnen, klar willst du den besten Match zeigen von deinem Leben, aber mit dem Hinterkopf weisst du, es ist jetzt nicht gut. Ja, nein, ich meine, wie gesagt, es geht noch um viel und es sind jetzt immer noch 9 Spiele, glaube ich. Mhm. Und gegen unten ist immer noch alles offen. Also, ich meine, die sind jetzt vom Platz 10 bis Platz 6, das sind 9 Punkte, glaube ich. Viel ist nicht, ja. Und, mit den 3 Punkten kann viel passieren. Das sind 3 Spiele und dann bist du vielleicht zuerst hinten. Also, du darfst dich gegen China sicher nicht. Auf Vaduz kommt nochmal, hä? Genau. Vaduz kommt. Nein, zu uns. Aber sonst ist auch eine Begegnung. Theoretisch müssen wir 3 Punkte schon mal abziehen. Nein, natürlich. Thema mit dem beenden. Wir bleiben beim FC Luzern und schauen nur Transfermarkt in Sachen Eigengewächs. Der wüsste ja noch von der Sendung verraten. Hättet ihr es für möglich gehalten, als man, und da sind nur die drauf, nicht die, all die, die im Kader sind, sondern die, die einen Liga-Einsatz haben. Hättet ihr das, Andi, hättest du so auf der Rechnung gehabt, dass man insgesamt 11 Eigengewächs hat und 8 davon haben Einsatzminuten bekommen? Ja, gut, der Zeitpunkt ist natürlich jetzt eine ganz grosse Entdeckung. Ja, Claudio Luschenberger, ich zähle nicht, dass er einhält. Nein, der ist von Kriens kommt. Ja, aber ist doch auch, also vom Neger kannst du gar nicht an. Aber also ich bin überrascht. Basel war auch früher, ist weg vom Fenster. Also ich bin überrascht. 11 Eigengewächs. Das ist ein super Zeichen. Und das ist genau das, was, meine, das ist das, was Luzern kann. Oder muss können, oder? Also quasi wirklich Ausbildungsstätte, Chancen geben, dass du in das Eis kommst, dort gut shooten und irgendwann schon mal geht es weiter, wenn du Talent hast. Und das ist ja richtig so, weil das ist halt die Schweizer Liga im Vergleich zu anderen Top-Ligen. Also irgendwo, ich würde sagen, wenn du schon Fundament braucht es nicht. Vom Claudio Luschenberger redest, der in Farbe grün-weiß, nicht beim FC St. Gallen, sondern beim Messe Kriens ist gross geworden, dann tue ich dir einen kleinen Gefallen, ganz spontan. Ja. Und zeige dir einen Ausschnitt aus dem Starttaxi, den wir dreht für willoffootball.ch, für Raiffeisen, wo wir ja mit Spielern an den Ort hergehen, wo sie anfangen Fußball spielen. Dann machen wir ganz eine schöne, gespürige Geschichte drumherum. Und das haben wir unter anderem gemacht mit dem Lusti. Hallo zusammen, ich bin Claudio Luschenberger, ich bin 30 und ich komme von Kriens. So Claudio, ich komme im Stadion Kleefeld in Kriens. Viel Spass und bis später. Merci. Mit dem Kleefeld verbinde ich meine ersten Schritte im Fußball. Ich habe hier, wo wir jetzt stehen, mit 5 Jahren angefangen, mein erstes Training gemacht. Und, ja, bis in die erste Mannschaft durfte ich hier spielen. Also, das ist Heimat für mich hier. So, wenn ihr mehr möchte, dann möchte ich sehen, ich bin sicher, der Andi wird es schauen, der Claudio Luschenberger, der in diesem Starttag war, wo wir das Kriens haben. Und der Stadion steht mit, du willst jetzt nicht mehr. Nein, es gibt ein neues. Toll für den SC Kriens. Ich meine, ist, glaube der grösste Junior. Die spielen aber durch, die grösste Junior, wo sie Abteilung haben in der Zentralschweiz. Also, die SC kann nicht spielen, zum Gersack. Dort, wo Luzern gespielt hat, was die Swisspor Arena gemacht haben. Also jetzt sind sie auf einem Ruck und spielen dort auch gut und haben die Chance, ja, auf die Giga Challenge League. Und der Luschenberger als letzter, mitunter letzter Mensch in dieser noch stehenden Kabine hat ihn doch ein bisschen nachdenklich und emotional gestimmt. Also, Wheel of Football, Starttaxi mit dem Claudio Luschenberger. Die Ausgangslage vor der Partie Luzern gegen St. Gallen ist unfassbar
nicht greifbar. Wenn man einfach schaut, das letzte Spiel, OE1-1 unentschieden in St. Gallen, dann hat zweimal die Heimmannschaft gewonnen, Luzern und St. Gallen, zweimal die Auswärtsmannschaft, Luzern und St. Gallen, und dann St. Gallen daheim und Luzern auswärts. Also, da weisst du einfach nicht, was du bekommst. Ja, es sind immer extrem spannende Spiele, glaube ich. Also einfach vom Resultat her, vom Spielerischen vielleicht nicht ganz so spannend. Aber nein, es ist immer vom Resultat her, alles offen, ob die Heim oder auswärts. Und ich glaube auch die Stadien sind ähnlich, darum fühlen sich vielleicht beide ein bisschen daheim. So, wir wollen das Ganze noch anschauen, wie das da aussieht. Trefft sie Luzern. Wenn man es mit Serien arbeiten will, der FC Luzern mit 3 Siegen, die man herreihen kann, der FC St. Gallen mit 2 Siegen, beide übrigens im November. Dann Sturmduos, wie die erträglich als die sind, in Sachen Torertrag, Markus Schnäuli und Juric 16 Goal, 8 Assists, dann Ayeti Buss mit 14 und 5 goldiges Händchen, auch immer wieder wichtig, wie manchmal, dass der Babbel jemanden in wechselloses Goal schießt. 5 Goal jetzt da gegeben, 4 beim FCSG. Und Neuzugang finde ich interessant, Jan. 9 Spiele, 13 Goal, 26% bei den Luzernern. Das ist jetzt die Tabelle Schlusslicht. Und 58% vom FCSG, wo man hat können, Neuzugang einwechseln konnte, die getroffen hat. Ja, die haben von Anfang an gespielt, oder? Wie ein Ayeti. Aber ich glaube, man hat schon bei St. Gallen, ohne zu irgendjemandem zu nahe treten, aber ich glaube, man hat halt schon. Zum Glück hat man viel Qualität eingekauft, die vielleicht über eine gewisse Kritik am Trainer, die halt immer noch rum ist und wo vermutlich auch nicht so schnell wird weggehen, ein bisschen darüber hinweg täuschen oder hinwegsehen lassen, weil man halt wirklich Qualitäten können zu vermutlich für St. Gallen erschwingliche Preise holen. Wie aussagekräftig sind so Zahlen, wie man es jetzt hier präsentiert? Interessiert das als Fußballer nur im Ansatz? Sag bitte ja. als Fußball überhaupt nicht. Also, da ist dir auch piepen, kann ich sagen. Luzern, 4. Platz in Sachen Heimstärke, 14 Spiel, 6 Sieg. St. Gallen, auswärts, 7. Platz aus 14 Spiel, 3 Sieg. Für mich zählt eigentlich nur die Gesamttabelle. Also, die ist für mich oder auch als Spieler interessant. Alles andere spielt keine große Rolle. Für die Trainer ist es extrem wichtig, unserem Trainer zum Beispiel, der hat wirklich ein Buch voller Statistiken, also der hat vor allem eine Statistik. Weißt du, dass du nicht von denen alt bist? Ja, das weiß ich aber nicht. Statistiken sind statistisch festgehalten. Aus irgendeinem Grund gibt es Statistiken. Also ein bisschen Wahrheit muss ja schon dran sein. Ja, aber eben, schlussendlich zählt das Spiel. Nächstes Moment. Ich habe den Stellpass gegeben, 4. Platz in Heimtabellen. Ja, super. Ja, mit dem kannst du nichts kaufen. Das ist wie die Deutschen mit ihrem Wintermeister und weiss ich was. Oder Transfersieger. Leipzig, oder? Hast du das Gefühl, der wow, mal, und jetzt? Was wie viel sind es? Der Schappi hat mir mal gesagt, hast du mal einen Transfersieger und Medien, hast du schon mal einen Verein gesehen, der einen Pokal bekommt für einen Transfersieger? Der hat einen Trainer. Apropos Transfersieger, der hat einen Trainer. So, einen Sieger suchen wir selbstverständlich auch in unserem Spiel. Wir spielen das hier. Who am I? Wer bin ich? Jeder kommt Zettel vorgestehen über, wo meine beiden reizenden Assistenten reinbringen. Der Thomas und Razzo, die uns Kärtchen herentun. Wir müssen Fragen stellen. Ich habe letztes Mal meine Frisuren so gelitten. Ja, das stimmt. Ja, ich bin jetzt wunder, wie ihr es anbringt. Also, wir haben eine gewisse Zeit, die man zur Verfügung hat, da Fragen stellen und die anderen sagen einfach ja und nein. Was ein bisschen verpönt ist, einfach so dünne Fragen. Weißt du, im Sinn von, bin ich bei Basel, bin ich bei Luzern, bin ich Sankt Gallen? Das ist ein Spieler. In deinem Fall? Nein, die einen sagen so, die anderen sagen so. Okay. Ja, ja. Sag mal, das muss auch mal schauen. Der Jan fängt an. 45 Sekunden für die, die zuschauen, läuft die Zeit mit. Jetzt, los. Ich bin im Fußball, nehme ich schwerer. Ja. Ja. Kann ich auch Fußball spielen? Ja. Ja. Nein, ich wir reichen in meiner Sendung zelebrieren. Jetzt mit dem grün-weißen Background. Ja, nicht zwingend. Nein, ich bin schon bei GC, bei Basel oder bei Luzern. Nein. Spielt er aktuell? Ja. Ja. Niemand weiß wo. Nein, niemand weiß so gut wie du. Ja, du gehst mit Luzern. Am liebsten wäre der Zeitpunkt, aber den werde ich nicht sein. Nein. Am liebsten wäre der Zeitpunkt. Ja, ich finde den schönsten Fußballernamen, den du überhaupt kannst haben.
Als Radiomoderator. Zibong. Zibong. Also der Name ist auch schön zum Zelebrieren. Zibong. Nein, den, wo du hast. Den, wo ich habe. Ich kenne aber viel zu wenige Luzernspieler. Ganz ehrlich. Ja, musst nicht zu weit suchen vielleicht. Ist er vorher, liebt er Fußball? Seine Ex-Kollegen, ja. Die Zeit ist durch, er hat seine Ex-Kollegen abgeschossen am Wochenende. Was hat er? Er hat seine Ex-Kollegen abgeschossen am Wochenende. In den ersten Minuten nach 50 Sekunden. Ja. Pascal? 50 Sekunden. Ah! Ja, der Name sagt mir etwas, aber Geld. Wenn er bei St. Gallen spielt, dann würde er ein mit dem. Fürs Radio perfekt. Darum haben so viele Touristen zu sagen. Von Andi, du bist der Asiatische Raum. Ja, Fußballer. Ja. Super League. Ja. No. No? Oh, wie einfach nein! Nein, nein, nein! Nein, nein, das ist nicht. Stürmer? Nein. Nein. Mittelfeld? Nein. Nein. Goalie? Ja. Ah, wirklich? Ja. Ja. Also, bin no. Ich super. Ah, Zibung? Nein. Aber trotzdem. Es gibt andere Goalies in Superliga übrigens. Ja, wechsel zu Leipzig. Nächstens. Ja. Okay. Ja. Ich glaube, das berühmteste Goalie im Moment. Aber ich bedenke, dass No wird mehr aus dem Konzept bringen als einfach nur Nein. Ja, das No. Ich habe nur einen Abstieg gesehen. So, aus Freundschaft, die sich eine Stunde lang entwickelt. Ja, wer ist der awesome. Nächste? Roy Gell. Ich. Also auch ein Fußballer. Ja, ab und zu schon. Ja. Kein Aktiver in dem Fall. Doch. Er spielt auch. Er spielt ja, auch. Ich glaube es meist. Ja, glaub schon. Er spielt viel. Ist ein Schweizer. Ja. Doppelbürger. Spielt in der Super League. Ja. Bei St. Gallen. Ja. Glaube es. Ein Verteidiger? Nein, er ist bei St. Gallen. Er ist... Nein. Mittelfeld. Ja. Ist ein Ping-Pong gut? Ah, in dem Fall ist es alle weiss. Schau, reingelaufen! Nein, nein. Ist ein Ping-Pong gut? Ja. Gibt es noch einen anderen? Gibt jemanden an der Donald? Ist Trainer? Nein. Ich bin nicht sicher. Ist mal Captain gewesen? Ja. Mal Captain gewesen? Er ist schon lange. Die Zeit ist vorbei. Du selber? Du selber bist es. Oi, gell? Das ist gemein. Der Verteidiger mit dem Feld ist ein Verfeind. So, meine Wenigkeit kommt noch zu... Oh, jetzt ist... Da kannst du eigentlich nur du antworten. Also ich bin in Super League, nehme ich an. Ja. Nur Super League. Bin ich ein Spieler? Ja. Das stimmt auch, ja. Bin ich Goalie? Ja. Bin ich Goalie? Nee. Zibung! Nein! Ich könnte jetzt einfach Goalie sagen. Sehe ich extrem. Sehe ich überragend aus? Sieht gut aus, ja. Sieht gut aus? Ja. Bin ich beim FC St. Gallen? Ja, so gut siehst du jetzt auch nicht. Also, wenn ich in der Lobby bin ich nicht. Nein. Ich würde sagen, unser Hauskoffer sieht extrem gut aus. Bin ich Russ? Nein. Oh, das wäre so eine schöne Geschichte gewesen, wenn er mit rausgekommen wäre. Er hätte so im Anti seine Wunde können. bin ich der Fever? Nein. Wer bin ich da zum Teufel? Wer hat denn Daves Leben? Ja, du bist ja schon beim richtigen Verein gewesen. Oh, mein Segengewächs. Eins von den Eigengewächs. Jonas. Ja. Gerade Zibung. Heißt der andere, der jetzt nicht mehr Nummer 1 ist? Für Luzern? Der Zibung. Wie heißt er? Zibung. Oh. So, wir schauen uns selbstverständlich mal den Spielplan an von der nächsten Runde, von der 28. Runde. Tatsächlich, dreht mich nicht beschissen. Wie das Ganze wird aussehen? Zwei Goalisten. Gehst du nach Luzern, Jan? Selbstverständlich. Ja. Sicher. Live? Ja. Also für eure Fans? Für unsere Fanbase und für die hypebleibenden St. Gallo Fans. Du bist auch ohne Fernseher, also dann haben wir dann lass dir den Sportmoderator im Fernsehen zu? Ja, nein, okay. Wie ist das schwieriger für mich? Ist das zu hart gewesen? Gibt es einen Dating, der sagt, wenn sie im Fernsehen kommt, ich will den Ton, den ich höre? Es gibt ohne Witz Leute in St. Gallen. Also,
wo das Radio, also wo Radio hört, okay, im Stadion, wo uns anscheinend im Stadion. Andi auch schon gelost in die Warte, auf den Untertitel im Radio ist gewisse Sache, oder? Das ist das einzige, was ich verstehe, ist Zibung. Also Zibung, meine Nummer 1. Ja. Zibung, meine Nummer 1 im Herz. Nein, ist ja gut. Also Dave, muss ich sagen, ich hoffe schwer, ich darf noch ein, zwei Spiele machen. Also irgendwie rein so, also sportlich Jonas top, also. Aber der ist ein Typ, Zibung ist schon. Also da ist, einfach ein guter Mensch. Er hat eine gute Saison gehabt. Rein von dem her hat es nicht ändern. Mhm. Aber wenn sie halt den Omlin auf die nächste Saison wollen, das heisst. Haben wir übrigens Sinn. So eine Starttaxi gemacht mit dem Dave Zibung? Ja. Überragender Typ. Ja, das ist ja gut. So. Mit dem Roy machen wir noch eins. Und unter uns wird nächstes Papi. Ja, ich dachte, es ist nicht platziert. Mit dem machen wir auch mal ein Starttaxi, wo wir so die Anfänge zurückkehren. So. Merci vielmals, Roy, bist du da. Merci vielmals für das Trikot, das du uns mitgebracht hast. Könnt ihr gewinnen auf unserer Facebook-Seite. Der Andi und der Jan dürfen nicht mitmachen. Ja, schade, das würde mich aber reizen. Das würde mich aber reizen. Liken und einen Kommentar herschreiben, selbstverständlich. Dann habt ihr Gewinnchancen auf das Original-Trikot von Roy Gelmi. Toi, toi, toi für den restlichen Verlauf der Saison, auch gegen Fortuz. Jan, merci vielmals für deine Einschätzungen. Die Plästchen, alle Wunden heilen. Irgendwann anders. Nächste Saison greifen wir wieder an. Ist einfach eine Frage von Zeit und dann der Göpp. Nächste Saison. 92, glaube ich. Wieder. Aber jetzt mit Streller, Frey, Ceccaroni, Fink. Ja, die können nicht selber. Wird der nächste Jahr. Schreibt doch Göpp in St. Gallen, Luzern nächstes Jahr. Merci für unser Interesse. Am Mittwoch geht es weiter hier mit Eishockey. Playoff Time, selbstverständlich das grosse Thema. Bis am Mittwochabend am 7. Hockey Week. Merci für das Interesse. Schöne Woche. Ciao. Hopp, Luzern. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen, we love football. Und Allianz Versicherungen.